Und los geht's auf eine Runde auf der Nordschleife am Nürburgring mit dem M3 GTR. Eine Runde, die eigentlich zum Anfahren der Reifen gedacht war, wie sie aber herausstellt, aufgrund doch relativ wenig Verkehr zu einer guten Runde geworden ist. Zunächst einmal auf dem Grand Prix-Kurs. Da muss man einmal die kurze Grand Prix-Strecke abfahren, um dann in einer sozusagen fliegenden Runde auf den Grand Prix-Kurs zu gehen, um dann in die Nordschleife einzubiegen. Jetzt ist wichtig, die frischen Reifen, die gerade montiert worden sind, etwas anzufahren, etwas Temperatur reinzubekommen, Bremsen warm zu machen und schon mal ein bisschen die Linie vorsortieren. Problem immer am Nürburgring, der Verkehr. Man muss mit sehr viel langsameren Autos rechnen und da muss man schlau genug sein, auf die langsamen Rücksicht zu nehmen, denn die fahren auch ihren Weg und fahren auch ihre Linie. Ist wirklich extrem fest in den Sitz geschnallt. Gerade auf dem Nordschleife ist das wichtig, mit den vielen Bodenwellen senken und das Auto durchschlägt, dass der Körper sich wirklich minimal im Sitz bewegt. Letzte Schikane und jetzt geht es dann statt links in Nordschleife einmal nach rechts. Jetzt nochmal schon vorsortieren, dass man da gut rauskommt und jetzt geht's los. Jetzt wird voll beschleunigt. Erster, zweiter Gang, dritter Gang die Gerade hoch. Gleich sortieren, was macht er links, kommt man noch vorbei vor der Bremszone. Anbremsen zur Mercedes Arena ist relativ schwierig. Man sieht den Bremspunkt recht schlecht, es fällt ein bisschen nach rechts innen ab. Runter bis zum zweiten Gang, einlenken und jetzt rum um die Ecke, jawohl, wunderbar. Gut erwischt. Bleibt im zweiten Gang, nächstfolgenden Kurve. Wieder ein langsamerer Fahrer, kurz im dritten, da kann man schön mit dem ABS in die Kurve reinbremsen. Gott sei Dank bleiben keine Räder stehen. Zweiter Gang und jetzt ist wieder ein wichtiger Punkt, viel Schwung wieder rausnehmen und hier links die Fahrbahnbreite ganz ausnützen, wie die Formel 1 Fahrer das machen. Dritter Gang, schnell noch einen überholen vor der nächsten Kurve. Kurzanbindung, genau auf dem schwarzen Teerfleck muss man fahren, da ist der meiste Grip. Herausbeschleunigen. Über die Curbs, ja, kann man es machen, die sind relativ flach, tut dem Auto nicht weh. Jetzt geht es runter in den Hatzenbachbogen. Vierter Gang. Fünfter Gang. Muss die beiden noch erwischen vor der Schikane. Ein zumindest wäre wichtig, denn jetzt sehen wir bereits die Sekunden. Ah, mit dem wird es knapp. Ah, der hat mich Gott sei Dank gesehen. Bleibt außen durch die Schikane durch. Und jetzt Anfahrt auf die Nordschleife. Letzte Möglichkeit, noch einmal sich im Sitz gerade hinzusetzen. Und es geht schon los. Auf die Mauer zu. Einfahrt Hatzenbach. Und gleich geht es runter hier in Hatzenbachbogen, das ist schon mal das erste Mutstück, doppelrechts bergab. Geht so gerade nicht voll, es ist recht schwierig, weil eine Bodenwelle drin ist. Jetzt hier sehr schwierig, sehr wellig beim Anbremsen. Erste Kurve muss passen, dann stimmen die nächsten auch. In einem Bogen, rechts, links, leicht über die Curbs. Ah, den kriegen wir noch gerade vor der Ecke, das ist wichtig. Jetzt hier auch viel Schwung mitnehmen und jetzt kommt schon das zweite Mutstück, Anfahrt zum Flugplatz. Vierter Gang, gleich nach der Brücke fünfter Gang und jetzt einmal in den Himmel gucken, sieht man nichts anderes, Auto hebt leicht ab, kurz lupfen und schon wieder voll drauf, das ist ganz wichtig und dann beide Kurven in einem Lenkradradius. Voll drauf, runter zum Schwedenkreuz, eigentlich mit der schnellste Teil der Strecke, weil es ein bisschen bergab geht. Kurz noch in den sechsten Gang. Und hier muss man im sechsten Gang bleiben, nicht runterschalten. Es geht unheimlich schnell die Kurve hier am Schwedenkreuz. Kurz lupfen und voll rum. Und dann aber gleich auf die Bremse, weil der nächste Bogen folgt. Runter bis zum dritten Gang. Jetzt kann man erstmal ein bisschen ausschnaufen. So ein, zwei Sekunden. Und dann wieder hochschalten und Anfahrt zur Fuchshöhe. Die erste starke Kompression, die schwierig für Autoreifen, für Chassis ist. Auch für den Fahrer natürlich. Man muss aufpassen, dass man gefrühstückt hat. Jetzt ein bisschen Verkehr von mir, leider Gottes. Anfahrt zum Adenauer Forst. Ja, den kriege ich jetzt nicht mehr, leider Gottes. Porsche auf der Ideallinie macht keinen Platz. Wertvolle Zeit liegen lassen. Aber jetzt beim Rausbeschleunigen, dank BMW M3 GTR Power, hat er keine Chance.
Dritter Gang, vierter Gang. Anfahrt zum Metzgesfeld, ganz schwierige Stelle. Rechts hat es jetzt hier beim Anbremsen Bodenwellen. Ein bisschen vom Rand wegbleiben, einlenken. Kaum müssen wir gerade abbremsen, dritter Gang, einlenken. Ganz gerade nur den Punkt erwischen, umsetzen in die Rechtskurve. Und jetzt geht's bergabstück los. Jetzt unterscheiden sich die Boys von den Girls. Jetzt wird spannend. Hochschalten. Und jetzt kommt schon wieder eine ganz harte Kompression. Das Auto sitzt hier auf, man sieht es gleich. Ja, brutale Schläge tut es im Auto. Dreifach rechts bergab, Anfahrt auf Wehrseifen. Vierter Gang, absolutes Mutstück. Und dann dank ABS voll in die Eisen bis runter. In den ersten Gang Wehrseifen. Rausbeschleunigen, zweiter Gang. Dritter Gang, leichtes Übersteuern. Anfahrt auf Breitscheid. Hier auch beim Bremsen sehr willig. Dritter Gang über die Brücke raustragen lassen. Jetzt muss man ganz viel Speed mitnehmen hier. Hier wird jedes Auto auf der Hinterachse ganz leicht übersteuert, ganz leicht. Hochschalten, vierter Gang. Vorbei, Niki Laudas Gedächtniskurve. Anfahrt zum Bergwerk. Hier bremst man immer zu spät, ganz verrückt. Und jetzt heißt es, jeden Kilometer Speed mit hinaufnehmen. Jetzt hat man absolut 1000 PS zu wenig. Jetzt geht es erstmal nur 1 Kilometer Vollgas bergauf. Dreifache Linkskurve, fünfter Gang. Alles schön mit einem Radius, man sieht es, Lenkrad bewegt sich kaum. Hier wird es ein bisschen eng, geht aber super. Wenn man hier mal zu Fuß geht, merkt man erst, wie steil das ist. Auto beschleunigt trotzdem bis auf fast 250 Stundenkilometer hier bergauf. Kurz runterschalten, einlenken. Ah, Auto wird hinten ein bisschen leicht, etwas gegenlenken. Wunderbar. Jetzt eine vierte Gang Rechtskurve, ganz schwierige Stelle. Und Anfahrt zur Klosterthalkurve. Runterschalten. Bis zum zweiten Gang. Ziemlich später Einlenkpunkt. Und jetzt herausbeschleunigen und dann geht es aufs Karussell zu. Die brutalste Stelle des Nürburgrings, was für das Fahrwerk und Chassis einfach Riesenschläge tut. Runterschalten, erster Gang und jetzt schon wieder sieht man, wie das Auto wackelt. Herausbeschleunigen, zweiter Gang, dritter Gang, volle Anfahrt hinauf zur Nacht. Die geht links, die geht voll die Kurve hier, ganz knapp. Links, rechts, hinauf zur hohen 8. Und jetzt beginnt eigentlich der schwierigste Abschnitt des Nürburgrings, das Bergabstück zum Wippermann, zum Brünnchen, zum Pflanzgarten. Hier Anfahrt Wippermann, vierter Gang. Kurz anbremsen, gleich wieder aufs Gas. Und jetzt geht es hier rechts voll über die Curb. Die muss man voll mitnehmen. Im vierten Gang bleiben. Runterschalten, dritter Gang. Anfahrt runter jetzt zum Brünnchen. Eschbach, alles bleibt dritter Gang. Hier hat man immer noch persönlich eine Sekunde drin. Man sieht die Zuschauer, wie sie mitgehen. Eine Stelle, die riesen Spaß macht. Anfahrt zum Brünnchen, dritter Gang. Jetzt voll aufs Gas. Nicht zu weit raus, das sind unheimlich harte Curbs dort. Eiskurve, spät hineinfahren und jetzt Gas geben, den Schwung mitnehmen. Hochschalten, Anfahrt zum Pflanzgarten. Da ist wichtig, dass man vor der ersten Bodenwelle jetzt runterschaltet, bremsen, weg von der Bremse, drauf und jetzt wieder drauf aufs Gas. Und von hier aus geht es jetzt absolut voll. Einmal noch kurz hochschalten, fünfter Gang, dann gleich nochmal nächsten Gang. Und da bleibt man jetzt voll drauf, bis zur Anfahrt auf Schwalbenschwanz. Hart anbremsen, im vierten Gang bleiben. Jetzt runterschalten, dritten Gang, Einfahrt. Ah, Auto wird ein bisschen leicht hinten gegenlenken, passt aber noch, Gott sei Dank. Und jetzt kommt der Schwalbenschwanz, der wahnsinnig schnell ist im dritten Gang. Und jetzt hier voll der Gegeneinschlag, voll übersteuert das Auto. Vierter Gang und jetzt kommt die wichtigste Kurve auf die lange Gerade. Alles vierter Gang, voll drauf bleiben, nicht vom Gas gehen, Strecke ganz ausnützen. Und den lange Gerade vor allem. Fünfter Gang, jetzt braucht man wieder Leistung. Hofft, dass keiner auf der Geraden vor ihm ist, der irgendwo den Artunis-Buche noch versaut. Sechster Gang, so ab 250, 260 wird es dann zäh. Das Auto hat sehr viel aerodynamischen Abtrieb. Hat erst noch einer, da kann man ein bisschen Windschatten nehmen. Jetzt langsam ansaugen, jawohl, jetzt merkt man schon, das Auto wird ein bisschen schneller. Und dann kurz rausziehen, jawohl, voll durch die Antoniusbuche durch. Voll auf dem Gas bleiben durch die Senke. Immer noch voll, immer noch, immer noch. Und jetzt wird erst runtergebremst. Runterschalten, Anfahrt auf Hocheichen. Letzte Kurve, zweiter Gang, rausbeschleunigen.
Jawohl, dritter Gang. Und man fährt übers Ziel, wartet, was zeigt die elektronische Uhr an, was wird es für eine Zeit? Ja! 8:19:49. Ha, super! Menschenskinder, das war eine geile Runde. Alles hat gepasst, wenig Verkehr, Auto war super, Reifen super, Abstimmung war fast perfekt. Das hat jetzt richtig Spaß gemacht. Hast du es dir eingeteilt, ja? Sagst du.